Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Dark Souls 3, der vermutlich ein bisschen komisch begonnen hat. Aber mein Aufnahmeprogramm wollte nicht per Shortcut starten, also musste ich raustappen. Dann hat sich das Spiel die ganze Zeit so gedreht. Sehr schön. Ja, letzte Folge haben wir ja einen Bosskampf hinter uns gebracht. Und ich fand das total witzig, als geschrieben wurde. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg über den Vatikan. Ah, das war schön. Ja, wir haben das hinter uns gebracht und ihr habt mir gesagt, okay, ihr habt du hast das Gebiet jetzt hinter dir. Das hört sich gut an. Ich würde hier jetzt gerne einmal aufsteigen. Ich denke, das ist ganz gut, das jetzt mal noch zu machen. Kondition hatte ich zuletzt dran geskillt, ne? Belastbarkeit wollte ich halt eigentlich auf 15 bringen. Das Problem ist, so viel bringt mir das nicht. Das bringt mir 1%. Das ist halt niente. Deswegen, ich bin halt gerade am Überlegen, auf was wir gehen. Nein, wir brechen mal noch nicht ab. Wir geben das eine Ding jetzt in die Belastbarkeit jetzt noch rein. Und dann werden wir als nächstes mal auf Schaden gehen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Schaden machen. Ich glaube, das kann nicht schaden, mehr Schaden zu machen. Jetzt kommt raus, bis umzingelt. So. Kann ich verstärken? Nein, ich habe keine Estus-Scherben. Okay. Kann ich verstärken? Also das hier verstärken? Nein. Weil ich dafür eine große Titanit-Scherbe brauche. 4 Stück sogar und ich habe nur eine. Sehr schön. Was kann ich bei dir nochmal kaufen? Nix. Okay. Pretty, be careful. Jo. I don't want to see my work squandered. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier nochmal eine Runde drehen sollen oder ob wir einfach gleich weiterziehen. Ich tendiere zu weiterziehen. Ich muss mir den einen Kommentar nochmal durchlesen, der mir gesagt wurde. Bei. Wegen dem Hund, da habe ich irgendwas übersehen. Aber ich habe den Kommentar jetzt gerade nicht zur Hand. Müsste mir das nochmal durchlesen. Ach ja, stimmt. Ich wollte nochmal kurz im Inventar nachgucken. Wegen der Puppe. Er hat mir gesagt, ich habe eine Puppe bekommen. Und so aufmerksam wie ich bin, habe ich das mal natürlich nicht mitbekommen. Deswegen gucken wir mal. Eine Puppe. Katze? Füffel? Ruhe. Die Frauchen nimmt auf. Eine Puppe. Aha. 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 Eine Puppe. Ernsthaft? Ein Finstergeist. Willst du mich verarschen? Newbie-Killer. Wer zur Hölle nennt sich Newbie-Killer? Finde ich jetzt leider nicht so geil. Okay. Oh, sheesh. Das hat wehgetan. Der hat sich halt jetzt beispielsweise auch nicht verbeugt. Shit. Alter, was? Bringt der alles? Warte mal, blauer Wächter Jojo. Finde ich gut. Finde ich gut. Scheiße. Jetzt ist der blaue Wächter Jojo da. Toll. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Wie lange dauert das denn, bis diese Hilfe da ist von diesem Eid? Ich hasse sowas halt, weißt du? Egal. Nicht aufregen, Julia. Das ist Dark Souls. Du wusstest, auf was du dich einlässt, als du dieses Spiel beschlossen hast zu spielen. Ich meine, jetzt siehst du positiv. Kann dich niemand mehr einfallen. Kann niemand mehr in deine Welt rein zum Invaden. Tatsächlich, hier habe ich Dinge übersehen. Nämlich gesagt worden, Julia, du hast da Dinge übersehen. Okay. Lila Moosklumpen. Oh. Das sind die, die ja Vergiftung entfernen.
Da liegt auch noch was. Jetzt kann ich zumindest keiner mehr invaden. Ich habe keine Glut mehr drin. Eisenfleisch. Aber guck mal, der hat auch nicht verbeugt. Der ist einfach hergekommen und hat mich sofort angegriffen. Und heißt halt auch noch Newbie Killer. Ich bin aber auch ein bisschen zu Forschern rangegangen, um ehrlich zu sein. Es war nicht gut. War überhaupt nicht gut. Ich werde mich dann die Tage dann nochmal damit beschäftigen, den Kommentar nochmal suchen. Weiß ich, ob ich nicht noch mehr vergessen habe. Nee, hier, alter Wolf von Pharon, da habe ich was vergessen. Aber guck mal, hier habe ich auch was vergessen. Beim alten Wolf von Pharon ist mir gesagt worden, habe ich was vergessen. Da habe ich einen Kommentar bekommen, der mir auch, glaube ich, sogar gesagt hat, wo ungefähr. Ja, ich darf meine Laune jetzt davon nicht runterziehen lassen. Es zieht halt aber meine Laune trotzdem ein kleines bisschen runter. Weil ich das halt nicht mag, diese Invaderei. Die geht mir halt auf die Nerven. Wenn du halt Leute hast, die halt extra dafür da sind, um einen zu nerven, ist das halt einfach nicht so geil. Da sind Viecher. Guck mal, da hängt was am Baum. Bei hier sehe ich jetzt nichts, dass ich was vergessen hätte. Ich muss mir den Kommentar, glaube ich, einfach nochmal durchlesen. Ich habe nämlich jetzt gerade irgendwie nicht Lust, so lang rumzusuchen, um ehrlich zu sein. Ich bin da gerade nicht so. Ich will Fortschritt haben und will weiter vorankommen. Das ist mir ehrlich gesagt gerade fast am wichtigsten. Ach so, stimmt. Das ist mir auch gesagt worden, wenn ich wissen will, wo das nächste Feuer ist, ne? Dann soll ich hier hingehen. Soll die Aussicht genießen. Ist eigentlich ein ganz guter Plan. Da ist die Tür. Da müssen die Feuer entzünden. Da muss das da entzünden werden. Und von hier aus könnte ich eventuell sehen, da drüben ist ein Feuer. Ja, da muss ich ja eh darunter. Okay. Dann rennen wir da mal hin. Ja. Ich hatte halt gehofft, dass ich... Oh Gott, ich komme hier gar nicht weg. Das ist jetzt ungeil gewesen. Okay. Aber ich weiß zumindest, in welche Richtung ich muss. Es ist diese Richtung. Hier ist es wieder so tief. Okay, da ist wieder so ein Viech. Muss halt auch ein bisschen aufpassen, wo ich hingehe. Ah, da hinten ist wieder so ein großes. Da ist das Feuer. Ich will eigentlich die großen, so gut es geht, vermeiden. Die will ich so gut es geht vermeiden. Vergiftung. Ich fürchte, an dem muss ich vorbei. Kann ich den umrunden? Werden mal gucken, ob ich den umrunden kann. Ja, tut mir ruhig weh. Ist der Große jetzt? Ach, guck mal, habe ich auch was übersehen. Ist hier irgendwas? Sieht safe aus. Estus-Suppe trinken? Ach so. Ach, das füllt meine Estus-Flakone auf. Ah. Okay, da ist der Große. Da sind Hundiviecher. Ein bisschen aufpassen. Ah, ich will halt nicht mit dem zusammenstoßen. Das ist das Problem. Weil die sind böse. Die tun halt auch richtig weh. Deswegen will ich das so gut wie es geht vermeiden.
mit denen zusammenzustoßen. Okay, der Hundi ignoriert mich. Mich? Uah. Da ist noch ein großer. Ei! Nein! Nein! Oh, da ist noch ein Hundi. Oh, Ripperino. Ja, warte mal. Ich versuche mich da jetzt irgendwie durchzuboxen. Ich habe noch einen Hundi hinter mir. Ich habe Pfeile. Ich kann die ja Stück für Stück herlocken und dann töten. Okay. Erstmal Hundi. Oh. Okay. Ich muss die loswerden. Oh! Alter! Diese großen Viecher! Was soll ich gegen die machen? Also bei denen bin ich halt echt so... Keine Ahnung. Oh, das sind zwei. Einer links und einer rechts. Oh, ich bin demotiviert schon wieder für diese Folge. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich bin demotiviert. Das ist nicht gut. Ich will halt aber auch nicht mal nochmal jetzt eine Glut verwenden oder so. Weil... Ist halt scheiße, ne? Okay, sind down. So, und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe... Okay, dann kann ich da meine Estus auffüllen. Okay. Also, muss erst Pfeile anlegen. Haha! ich habe nur die da. Komm, 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 komm. Treff ihn nicht nochmal. Verdammt. Okay. Auf ein neues. Ich wünschte mir jetzt irgendwie gerade, ich hätte Zauber. Komm, lasst uns hier fighten. Da kann ich anständig ausweichen und so vielleicht. Ui, 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 ui. Das mal kurz nehmen. Okay, jetzt macht er den Chaos wieder da. Das mal einschlagen in den Boden. Bleib da! Okay, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und noch eine. Nein, treffen muss ich auch. Oh, der ist weg. Okay. Okay, ich habe nur ein Estus-Flakon verbraucht. Das heißt, die Estus-Suppe muss ich nicht nehmen. Oder sollte ich nicht nehmen. Okay, jetzt aber erst mal wieder anständig hinsetzen. Wenn ihr wüsstet, wie ich jetzt gerade hier da gesessen bin. So ill. Okay. Was war das jetzt? Hundi? Vergiftung. Ja, soll mal wurscht sein. Ich kann jetzt, glaube ich, da geradeaus gehen. Da ist halt noch einer. Ob der auf mich aufmerksam wird, wenn ich mich hier langsam entlang sneake? Ich habe die Befürchtung, ja. Wobei... Oh, gut. Er ist nicht auf mich aufmerksam geworden. Gut. Oh. Okay. Erstmal Auskundschaft, ob hier irgendwas ist.
Was war das schon wieder für ein Geräusch? Hammerknochen. Flamme löschen. Das haben wir geschafft. Wie viele muss ich denn? Es waren mehrere, glaube ich, ne? Es waren nicht nur zwei. Oder waren es doch nur zwei? Ich meine, auf der linken Seite waren zwei und auf der einen Seite war eins. Oder ist es doch nur... Doch, da ist noch eins. Links ist noch eins. Es müssen drei scheinbar gemacht werden. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Soll ich hier mal gucken? Hier überfällt mich nichts. Rostige Goldmünze. Jetzt muss man noch ein Feuer finden. Die Frage ist, wo? Will ich das Riesenviech vielleicht noch irgendwie... Ah, falsche Pfeile. Kann ich vielleicht überlisten? Oh, ich wollte gerade wegdutschen. Okay. Es ging alles gerade da in die Wand rein. Ah. Oh, da hat es mich doch erwischt. Ja, nimm Huldrich die Geister. Okay, und jetzt drauf. Nein, komm. Okay, wir haben das. Gut. Dann ist es hier schon mal safer jetzt für mich. Und ich weiß ja, dass ich diese Suppe habe, die ich notfalls nutzen kann, um meine Estus wieder aufzufüllen. Und dass das Viech weg ist, macht es halt ein bisschen entspannter. Vergiftet werde ich hier sowieso. Deswegen wirklich wieder so entgegen, anstatt irgendwas dafür zu nehmen. Okay. Ich muss sowieso schauen, dass ich noch alles erkunde hier. Aber ich habe jetzt schon mal weniger Angst gegenüber diesen Riesen. Sicherlich schlage ich mich nicht gut dagegen. Was war das denn? Hi. Oh, geh doch da raus, Julia. Oh. Da wäre ich jetzt bei einer Insta-Rip gewesen. Da war ich aber, glaube ich, schon da. Die Großen, glaube ich, wenn ich die töte, die sind nicht für immer weg, ne? Das ist der Haken an denen. Dieses langsame Bewegen, schön, dass ich noch keinen Ring dafür habe oder so. Damals gab es halt da, für Wasser gab es halt immer so einen Ring in Dark Souls. Konnte man sich schneller bewegen. Will ich hier hin? Oh, ein Leuchtfeuer. Nein! Oh. Ich habe nicht gesehen, dass das nicht... Okay. Verdammt. Das ist natürlich alles resettet. Aber jetzt könnte ich nochmal nach dem Feuer suchen, was mir noch fehlt. Ah, dann können wir das ja machen. Dann ist es jetzt nicht so schlimm. Dann jetzt da wieder hin und dann das letzte Feuer suchen, das dritte. Okay. Aber ich denke, ich habe mich... besser geschlagen. Nicht gut, aber besser. Ich muss das Kabel immer weg tun. So. Es geht mir im Weg um. Dieser Wolf. Der erinnert mich so an Sith. Dann sollte ich, glaube ich, aber mal ganz hoch gehen, oder? Dann sehe ich mehr. Warte, ist da oben nicht dieses Riesenviech, wo ich zu dumm war, dagegen anzutreten?
Nee, das war woanders. Oder? Doch, das war hier. Nee, das war nicht hier. War es jetzt hier oder war es jetzt nicht hier? Doch, das ist hier. Genau, da oben, ja. Da ist das Feuer. Da ist ein Feuer gewesen. Da ist das Feuer, okay. Es ist also, wenn ich jetzt so lang gehe, so ist es genau hinter mir. Okay, gut. Also noch in Ruhe einen Schluck trinken. Es ist in diese Richtung. Okay. Also in diese Richtung. Ach, da sieht man es ja eh so schön. Ja dann. Auf ein neues. Erstmal wieder die hier töten. So. Hat halt ein bisschen wehgetan, aber hilft ja nicht. Okay. Ach, warte mal, da muss ich also eh erstmal wieder auf diese Insel. Sind die Großen jetzt weg? Nein, sie sind nicht weg. Okay, die Großen muss ich töten. Komme nicht dran vorbei. In diese Richtung. Riese ist hier erstmal keiner. Noch nicht. Wer weiß. Hundi. Darf die Richtung nicht verlieren. Hi. Vielleicht hätte ich vorher noch nach ein paar markanten Orten gucken sollen. Ich glaube, ich renne genau geradeaus drauf zu. Ach, da ist das Viech gewesen. Ich erinnere mich. Das hatte mir doch ein bisschen Probleme bereitet. Okay. Ja, ich habe dich gehört. Okay, du bist nicht schwer. Faules Kiefernharz. Das ist, glaube ich, für die Waffe zum Hinzufügen. Ja. Kann ich mal erstmal Ausdauer haben, danke. Weg mit dir. Giftiger Edelstein, okay. Sitzt der hier noch da? Nein. Okay. Doch, da ist er noch. Und da ist das Feuer. Gut. Dann haben wir das ja. Da müsste jetzt das Tor aufgehen, oder? Aber ganz ehrlich, ich suche jetzt hier im Sumpf nicht noch nach irgendwelchen Gegenständen. Außer es ist wirklich so der übelste Imba-Gegenstand schlechthin, wo ich sage, oh mein Gott. Ja, wegen der Puppe habe ich jetzt nicht nochmal geschaut, ne? Wo ich sage, oh, den muss ich unbedingt haben, dafür kein Weg dran vorbei. Dann vielleicht, ansonsten nein. Ich bin froh, wenn ich dieses Sumpfgebiet hinter mir habe. Dieses Langsame mag ich nicht. Das sieht schön aus. Das ist richtig schön. Okay. Aber hier nochmal kurz ein bisschen umgucken. Ob es noch irgendwas gibt. Wo ich sage, oh mein Gott, das muss ich noch sehen. Oder haben. Ach, ich bin eh einmal schon rundum. Okay. Jetzt irgendwie erwartet, dass hier vielleicht noch irgendwas ist. Ja, gut. Hm.
Nee, ich sehe jetzt auch auf die Schnelle nichts. Ich jetzt sagen würde, oh, in die Richtung sollte ich jetzt gehen, da könnte noch irgendwas sein. Dann lassen wir das. Und dann mache ich es mir jetzt auch einfach. Ich habe noch nicht mal auf meine Lebenspunkte geachtet. Guck mal, ich habe ja auch fast keine Lebenspunkte mehr. Ich meine, gut, ich hätte Estus, aber... Hey. Vielleicht nicht schlecht gewesen, einen Estus zu trinken, bevor ich da lang rumgucke, ob hier irgendwas ist. Sehe ich das hier? Ich glaube, das ist das Leuchtfeuer, das so nahe an diesem Tor war, oder? Da haben wir nämlich, glaube ich, ein Leuchtfeuer, das direkt davor war. Das könnte das gewesen sein. Ja. Ich würde sagen, wir steppen da jetzt noch ein kleines Stückchen rein. Einfach, weil ich verdammt neugierig bin. Und dann ist der Part aber auch zu Ende für heute. Okay. Ich lese nicht, was hier steht. Kann ich darüber hinausgehen? Ja, kann ich. Okay. Hätte ja sein können, dass es wie eine Begrenzung ist, dass man da nicht drüber hinaus kann. Noch sehe ich nichts, was mich töten will. Beichtstein. Okay. Du? Anreden kann ich es nicht. Warte mal. Oh oh. Ach, guck einer an. Die Vögelis. Die Vögelis sind da wieder. Wo? Warte. Ja, schrei rum. Die Vögelis sind hier wieder. Ich hau einfach mal drauf. Ich glaube, das ist per se nicht schlecht. Ja, also Feuer, gut. Nein. Oh Gott. Den da. Der ist so fast tot. Ja. Jetzt mal Schluss hier. Ruhig bleiben, junger Mann. Ruhig bleiben. Ja. Und spring auf mich zu. Und wer raste aus oder was auch immer oder stirbt. Eins von beiden. Okay. Du hast dich für Sterben entschieden. Ist okay. Ja, schrei dir mal wieder den Wolf aus dem Leib. Gut. Das hätten wir. Einfach ruhig bleiben, Vögelis. Einfach ruhig bleiben. Aha. Kann ich runter? Ich glaube, ich gehe auch mal runter. Vielleicht versteckt sich hier ja was. Hier nicht? Hier auch nicht? Ach so, hier hätte man hochlaufen können. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Hätte ich gedacht, da wird sich jetzt was verstecken. Okay, dann wagen wir noch einen kleinen Blick nach vorne, bis wir was sehen, was wie Gegner aussieht oder so. Ist hier was? Nein. Noch nichts Gegnerisches? Da. Ach du Scheiße. Ja. Ui. Ich hau einfach drauf. Ohne Ausdauer. Hatte das Gefühl, das würde funktionieren. Okay. Da vorne haben sich gegenseitig welche umgebracht. Interessant. Hier höre ich was.
Da ist ein Leuchtfeuer. Ich habe mir doch gedacht, dass ich von dem Leuchtfeuer nicht weit weg sein kann. War so ein Gefühl. Weiß ich warum. Entzünden. Ja gut, wunderbar. Dann haben wir doch was Schönes Neues, wo wir nächste Folge weitermachen können. Die Richtung kann ich gehen. Und in die Richtung kann ich gehen. Herzlichen Glückwunsch. Dürfen wir uns entscheiden. Toll. Naja, mal schauen. Dann, ihr Lieben, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön auch wieder für die Tipps und alles. Ihr seid wirklich klasse. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.